Okay, dann jetzt noch schnell hier Balanceakt. Dann entlasse ich Nobra in den Feierabend. Wie das duftet, kräftig, deftig, würzig, gut. Wie das damals wirklich jeder auf dem Spruch gesungen hat. Ja. Jeder, immer. Baumasche aus dem Buchenrauch, naturgewürzt und das schmeckt man auch. Damals, als du noch Jingles hattest in der Werbung. Ja, aber wirklich. Ich fand den Anfang dieser Werbung immer so genial, mit diesem Typen, der auf seinem Pferd da angeritten kommt und ihn einfach da in die Metzgerei geht. Ich hab keine Ahnung mehr, wie das ging. Ja, bitte. Weißt du noch, das Rügenwalder. Lied? Teewurst? Rügenwalder. Diese hier? Die mit der Mühle. Wie viel? Alle. Oh, wie so ein Perversling. Ich weiß nicht wieso, der Typ hatte irgendwas Cooles an sich, aber gleichzeitig auch irgendwie was Creepyhaftes. Oha. Ich sehe schon, warum das Ganze hier Balanceakt heißt. Der Typ da ist eine echte Leuchte. Ja, das hat mich jetzt so aus dem Konzept gebracht, dass ich von der ersten Röhre gefallen bin. Hui! Hui! Oh. Das ist der Fischanzug, den ich nicht mehr bekommen konnte. Du kannst da einfach über die Schluchten drüber diven. Nein! Doch! Doch! Nein! Ich bin so fett. Mitgenommen. Okay, nächster Checkpoint. Nein, nein! Spring doch! Spring! Okay, die Stelle ist fies. Seht ihr das schon? Aber ins Ziel geschafft. Ich höre dann kommt die Kamera auf dich und ich sehe dich nur noch fliegen. Ich bin also zwischen der Lücke gelandet und kam da eben nicht raus. Alter. Ich war ein Lückenfüller. Keon hat auch so seine Probleme. Bist du immer noch am Anfang? Ja, ich werde andauernd von dieser scheiß Kugel erwischt. Ja, okay. Einfach mal Seitenwechsel, alles klar. Kann man auch mal machen. Ich hab's vorhin endlich mal hier rüber geschafft. Meine ja, mit Seitenwechsel wohlgemerkt. Ich bin froh, dass du das drauf hast. Ja, ich hab's schön gesehen. Okay, Nobra ist anscheinend schon im Ziel. Ja. Hauptsache mal noch runtergesprungen. Sehr guter Abgang. Okay. Wenn ich drauf gehe, dann auf meinem eigenen Akkord. Du hast es nicht mal mehr bis runter geschafft. Okay, gut. Nobra, dann bedanke ich mich schon mal herzlich, dass du da mitgemacht hast. Danke mich auch. Danke, dass ich mitmachen durfte. Und dann wünsche ich euch noch viel Spaß bei den Maps. Jo. Jo. Boi, boi. Boi, boi. Boi, boi. Boah, endlich ist er weg. Und ja, das werde ich gnadenlos in der Aufnahme drin lassen. Ich enthalte mich. So, okay, dann spielen wir noch einmal eine Creators-Runde Listen-Gedöns 3. Mhm. Ich bezweifle es stark, dass wir irgendwelche Maps kriegen, die wir noch nicht gesehen haben. Ich frage mich, wie viele Maps in so einer Creator-Rundenliste drin sind. Ich habe null Ahnung. Müssten auf jeden Fall mehr wie 4 sein. Absolut kein Plan. Aber ich hoffe stark, dass Liste 4 wieder deutlich besser wird. Wirst du dann ja sehen. Die einzige absolute Mega-Map war ja ganz klar der Turm. Mhm. So die, dann vielleicht noch 2, 3, die noch okay waren. Die kann man so lassen, aber der Rest so, Weißt du denn schon, wann die nächste kommt?
es müsste eigentlich immer wöchentlich eine neue Liste kommen. War zumindest bis jetzt immer so. Also jetzt die kommende Woche müsste Creator Liste 4 kommen. Okay. Ich dachte, das wäre so ein Season-Ding mal wieder. Nee. Also die ganze Season ist ja hier Custom Maps. Und ja, da es halt sehr viele Custom Maps dementsprechend geben wird, machen die das so, dass sie jede Woche eine andere Liste machen. Okay. Deswegen ist das so ziemlich die abwechslungsreichste so Season von ganz Fall Guys, würde ich mal behaupten. Und deswegen wollte ich das halt jetzt halt doch noch ins Let's Play mit einbauen, weil ja, wenn es schon so abwechslungsreich ist und dann nur noch so ein Creator-Modus mit dabei ist und Fans lieben Creator-Modis in diversen Spielen, dann kann man das ruhig schon mal mit einbauen. Ajo. Oh, aua. Jana, du bist vor mir. Nicht mehr lange. Das kann ich nicht so stehen lassen. Au. Oh, aua, aua, Alter. Zwei Kugeln über mich hinweggerollt. Au. Autsch. Das war knapp, ey. Hui. Hey, Keanu. Ja? Bleib stehen! Nein! Bleib stehen! Nein! Nein! Das ist die Schande meines Lebens. Ja, das denke ich mir. Das denke ich mir. Aber wenigstens unter den besten 20. Ah ja. Okay, nächstes. Bitte irgendwas Neues. Nope. Wir sollten einen Song drüber schreiben. Die Lyrics sind einfach nur Nope. Nope. Erkennst du das Lied schon? Welches? Nope. Ja, welches denn? Nope. Nope. Ja, was denn für ein... Ja, Nope. So heißt das Lied, so Dödel. Ja, falsche Richtung hier. Boah, es sind Bälle im Weg. Hilfe. Nein, du blöder August. Du blöder August. Damit hast du jeden August hier beleidigt. Ey. Okay. Läuft prima, Fox. Natürlich, kurz vorm Ziel krieg ich noch einen Ball an den Kopf geworfen. Ja, der Rüdiger-Fluch. Ja. Ich hab's gecallt. Ich hab's heraufbeschworen. Das ist schlimm, wie ansteckend dieser Rüdiger-Fluch ist. Ja. Vor allem ist er auch auf andere Spiele übertragbar. Ja. Nicht nur in Splatoon. Wenn du nur einmal mit Rüdiger gespielt hast, bist du schon infiziert. Ja, das ist das Problem. Am Anfang bist du noch irgendwie immun, aber dann? Schleicht sich das so langsam an. Ja, genau. Neue Map.
Jetzt haben wir wieder die gewundenen Wege, nicht gebunden. Gewunden. Die gebundenen Wege. Ja. Lade schneller, ich will Unreal Tournament, ich will spielen. Ich nehme Tür Nummer 2. Ihr habt mich da festgenagelt. Okay, es war eine falsche Idee. Over the rainbow. Nein, nein, wieso bist du da runtergerutscht, du Eumel? Dass die so wenig Halt haben, diese Bohnen. Ja, ja. Muss nur so eine kleine Schräge da sein und schon rutschen sie runter. Hi, Keanu. Hi. Das habe ich mir schon gedacht. Ich habe mich aber noch mal im Kreis gedreht. 2 Umdrehungen. Nein, ja. Ich habe gedacht, ich schaff's noch. Verdammt. Ich bin immer noch ein Fan von deinem Quatschutzu. Ja. Glaube ich dir, dass du immer noch Fan von meiner Kajutsu-Amiibo bist. Das ist halt die du am besten trainiert hast. Vom Comedy-Faktor. Smooth. Fang dich, ja, ja. Juhu! In den Ziel. Da ist der Keanu draußen. Ah, macht mir relativ wenig. Und jetzt, wo der Keanu draußen ist, kommt eine neue Map. Wie gesagt, macht mir relativ wenig. Oder auch nicht. Ich habe schon vergessen, was das für eine Map war. Ehrlich, ich auch. Schon wieder so lange her. Ist bestimmt schon wieder ein Part her. Oder zwei. Da kann man sowas schon mal vergessen. Ja. Ach, das war der Kram. Okay, jetzt weiß ich's wieder. So eine richtig mexikanische Springbohne vor mir. Boah, das war knapp. Ich würde mal behaupten, das war haarscharf. Panzer. Ist mir scheißegal, ich bin eh im Ziel. Der steht nur rum, der Big Bear. Okay, der ist gerade. Okay. Big Bear? Ja, der ist gerade disconnected anscheinend. Okay. Ja, ich der stand nämlich nur rum. Ich guck mal dem Super Saiyajin zu, der gerade kläglich verkackt hat. Ich schaue einem Typen zu, der heißt Nonpas Letette. Was? Nonpas Letette. Wie selten dämlich hat sich dieser Super Saiyajin-Typ da bitte angestellt? Keine Ahnung, was hat er gemacht?
gibt doch diese Passage mit diesen Bounce-Dingern auf diesen schmalen Wegen. Ah. Anstatt sich dran irgendwie vorbei zu sneaken, meinte er, ja, ich versuche einfach von Seite zu springen. Das hat sehr glorreich funktioniert, sagen wir es mal so. Nämlich gar nicht. Die Boden können halt noch nicht ganz so gut wie Mario springen. Die müssen noch lernen. Ich warte immer noch auf Nintendo-Kostüme für Fall Guys. Nintendo, what's going on? Come on. Richt euch doch mal hier mit Epic Games ab. Die sollen mal hier ein paar Nintendo-Kostüme hier bei Fall Guys einbauen. Ka. Na komm. Ja, der Mount Boom mal schon wieder. Dann wird das die letzte Map für diese Aufnahmesession sein. Okay. Nice. Oh, nein! Ach, Mist, ey. Das hätte doch jetzt so smooth jetzt irgendwie weitergehen können. Nein! Oh, du bist doch drauf geblieben. Ah, weil ich zurückgebounced wurde, ey. Ich wäre Erster gewesen. Verdammt! Das wäre doch jetzt ein schöner Abschluss gewesen. Ich wollte mir den Typen nicht ansehen, deshalb habe ich weitergedrückt. Schade. Schade. So nah und doch so fern. Na gut. Das war Fall Guys für diese Creators-Rundenwoche. So nenne ich das jetzt einfach mal ganz frech. Alter, schon wieder so ein Haufen Punkte. Also, was ist da los? Keine Ahnung. So. Noch die nächste Belohnung abgeholt. Also heute habe ich viele Belohnungen abgeholt, ey. Holy shit. Gut, dann bedanke ich mich auch herzlich bei dir, Keanu. Yeah. Dass du mir wieder mitgemacht hast. Yeah. Ja, und wir dürfen gespannt sein, was nächste Woche so auf uns warten wird. Ob es besser wird oder doch wieder schlechter oder ob wieder so eine krasse Map dabei sein wird, wie der Tower. Ich bin gespannt. Gut, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen, liebe Freunde, Verrückte und Leute, die eigentlich was komplett anderes vorhatten, aber doch irgendwie bei diesem Video hier hängen geblieben sind. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann würde ich mich... Ich beende einfach. Tschüss. Bye.